Ja, Berlin stand gestern im Mittelpunkt, ja, wird auch weiter im Mittelpunkt im Basketballwelt stehen. Deutschland spielte gegen Kanada gestern, ja, zwei Medaillenkandidaten für die WM. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, also ich habe das Spiel mit einem Kumpel zu Hause geguckt, war ein sehr intensives Spiel. Ich war tatsächlich auch richtig aufgeregt, um herauszufinden, ob Deutschland wirklich ready ist für die WM. Aber ich glaube, die haben einen sehr guten Job gemacht gegen Kanada, die auch sehr, sehr viele NBA-Spieler auch parat hatten. Aber nichtsdestotrotz, Deutschland souverän gespielt. Am Ende war es nochmal knapp, aber ich glaube, am Ende steht da ein guter Sieg. Und wir haben wirklich ein richtig geiles Team, gute Spieler und ich bin froh auf, was jetzt noch kommt in der WM. Man hat auch gesehen, im Vergleich zu Kanada scheint Deutschland eingespielt zu sein. Ja, definitiv. Also wenn man einfach die Teams anguckt, jetzt individuell, sind sie wahrscheinlich auf Augenhöhe. Wir haben alle auf beiden Seiten NBA-Spieler gehabt, aber die Teamchemie, die sticht dann einfach heraus. Also gerade auch in Deutschland hat man gesehen, jeder weiß, was seine Rolle im Team ist. Die Bench-Players, die von der Bank kamen, die wussten genau, was sie zu tun haben. Jeder wusste auch, wo der Ball hingeht, wenn das Spiel knapp wird. Und ich glaube, da hat Deutschland einfach einen großen Vorteil gegenüber den anderen Teams. Natürlich hat Deutschland einen Star mit Dennis Schröder. Wie sieht so sein Spiel? Souverän, ja, also er als Kapitän hat natürlich für Furore gesorgt im Vorfeld, hat das aber jetzt alles super gemeistert. Er nimmt sich das im Spiel, was er braucht und oder beziehungsweise macht das als Point Guard, was das Team braucht. Hat jetzt nicht so viel überzeugt im Scoring, aber das musste er auch gar nicht machen. Und solange Dennis weiß, was er zu tun hat auf dem Feld als Point Guard und alle koordiniert, bin ich da ganz guter Dinge. Auch die Wagner-Brüder standen im Mittelpunkt. Natürlich war für sie ein besonderes Spiel, weil sie aus Berlin kommen. Du kennst sie wahrscheinlich. Ja, also die Wagners, die machen ihr Ding. Ja, also ich habe tatsächlich Moritz vor ein paar Wochen noch in Berlin getroffen und habe mir auch noch mal selber gesagt, wie stolz wir als Berliner auch sind, dass wir jemanden haben wie ihn und auch seinen Bruder, die sich in der NBA durchgesetzt haben und vor allem jetzt auch in der Nationalmannschaft ganz wichtige Bausteine sind. Und wie hast du sie gestern gesehen? Ja, also Moritz beobachte ich natürlich schon ein bisschen länger. Moritz war sehr stabil. Der hat ja auch nicht wirklich viel Spielzeit gehabt bis am Ende der Saison. Aber genauso wie Daniel, beides Big Mans, die sehr variabel sind, die schießen können, die hart zum Korb gehen können. Und ich glaube, das ist extrem wichtig für einen großen Spieler, diese Vielseitigkeit. Und das wird uns auf jeden Fall helfen. Deutschland spielt gegen Abu Dhabi, gegen USA. Ja, ist natürlich kein Topspiel. Ja, auf jeden Fall. USA hat einen guten Kader, so wie jedes Jahr. Ich denke, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir als deutsches Team sind wirklich sehr, sehr stark, auf jeder Position stark besetzt. Und am Ende des Tages können wir jedes Team matchen. Also wir haben Größe, wir haben Schnelligkeit, wir haben erfahrene Spieler, wir haben Schützen. Und ich glaube, das ist am Ende das, was das Team dann ganz nach vorne bringt, hoffentlich. Ja, die Erwartungen sind hoch, die Erwartungshaltung von der WM ist schon ja, auf Medaillenkurs. Ja, ist es wirklich möglich, eine Medaille zu schaffen? Ich denke schon, auf jeden Fall. Also wir in Deutschland sind ja immer sehr skeptisch so, aber ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Team und sehr viele erfahrene Spieler. Und irgendwann ist es halt auch mal an der Zeit, wieder was zu gewinnen. Und ich glaube, mit diesem Jahr und auch mit der EM im Rücken, die wir gut gespielt haben, ist einiges zu holen. Du hast auch eine Nationalmannschaft Vergangenheit, vielleicht kannst du auch darüber erzählen. Ja, also ich habe in den jungen Nationalmannschaften gespielt, in der U16, U18 und U20. War da jeweils ein wichtiges Mitglied und ja, hatte super Turniere gehabt. Wir hatten eine Europameisterschaft damals in Spanien gehabt und eine Europameisterschaft in Griechenland. Also zwei super schöne Orte, auch die Basketball verrückt sind. Und es war eine geile Erfahrung. Und ja. Ja, und mit wem hast du zusammen gespielt, zum Beispiel? Damals habe ich mit, wer war da mal hier? Nils Giffey natürlich, der jetzt auch noch in der Nationalmannschaft ist. Yoshiko Saibu war auch immer da gewesen. Mike Service, die jetzt nicht mehr da sind, aber Jonas Bottermann ist ja noch mit dabei. Das ist auch Jahrgang 90, mein Jahrgang. Und ansonsten sind jetzt auch, glaube ich, alles jüngere Spieler da.